Heute ein Video aus der beliebten Serie Technik, die begeistert. Es geht um ein QNAP NAS. Heute mal ein kleiner Rant auf QNAP. Ich habe mir ein QNAP NAS gekauft, beziehungsweise sogar mehrere. Also ich habe hier zwei stehen, bei meinen Eltern steht eins und auch noch im Bekanntenkreis, weil eigentlich so ein NAS praktisch ist. Es soll dafür sorgen, dass Backups automatisiert, auf RAID gesichert, man kann auch Festplatten dran hängen per USB und da nochmal Backups drauf machen. Also diese Funktionalität, die hat mich einfach gereizt, ein NAS von QNAP zu kaufen, und QNAP auch deshalb, weil ja mehrere Dienste noch zusätzlich drauf laufen können, wie zum Beispiel VPN oder sowas. Ich dachte eigentlich, ich weiß, jetzt lachen gleich einige, QNAP wäre einer der Premium-Hersteller gewesen, so mit Synology vergleichbar. Synology kann ich jetzt nicht bewerten, habe ich nur vom Hörensagen gehört, dass die wohl gut sein sollen, aber QNAP, dachte ich, spielt auch in der Liga, und ich muss jetzt nach meiner Erfahrung in den zwei Jahren, wo ich diese Geräte betreue, sagen, Finger weg von QNAP. Ich kann euch auch sagen, warum. Das habe ich sogar schriftlich sozusagen. Es gibt nämlich ständig den Fall, dass eine Firmware veröffentlicht wird und die so massive Fehler hat, dass sie zurückgezogen wird. Ich habe das für mein NAS mal nachrecherchiert. Das waren 5 Stück allein 2018, und wir haben jetzt erst August, beziehungsweise jetzt schon September, aber im August wurde jetzt die letzte zurückgezogen. Und das Schlimme ist auch die Informationspolitik von QNAP. Das musste ich mir jetzt alles selber zusammen recherchieren, denn es gibt keine offizielle Liste. Die Nutzer werden nicht informiert, dass ein Fehler in der Firmware ist, der zum Beispiel zu Datenverlust führen kann. Also das gab es wohl auch schon. Ist mir zum Glück jetzt nicht passiert. Das halte ich für maximal unprofessionell. Zudem ist der deutsche Support eine Katastrophe. Das kann man nicht anders sagen. Also ich hatte ein Ticket ein Jahr lang offen. Das wurde nicht vernünftig bearbeitet. Ich hatte 3 verschiedene Bearbeiter, weil die scheinbar gekündigt hatten und immer neue angefangen hat, und der das die ganze Tirade von vorne angefangen hat. Ich habe mich auch verarscht gefühlt, denn jedes Mal, wenn das Ticket nach Wochen wieder in Bearbeitung genommen wurde, war erstmal die erste Aussage, ja, machen Sie doch mal ein Firmware-Update, weil natürlich in den letzten Wochen schon mal irgendwann ein Firmware-Update erschienen ist, wo das nicht bearbeitet wurde. Es hat sich also keiner wirklich das Problem angeguckt, man ist da echt auf sich allein oder auf die hilfreichen Foren gestellt, um die Probleme zu lösen. Oft hilft nur noch ein Reset, aber das kann ja eigentlich nicht wahr sein, dass Grundfunktionen irgendwie nicht funktionieren und die sich auch keiner anschauen will. Ich habe mittlerweile die Tickets manchmal noch auf Englisch auf, gebe vor, dass ich ein Engländer bin, denn beim englischen Support werden immerhin die Tickets mal einigermaßen vernünftig bearbeitet in der vernünftigen Zeit. Ich habe es zum Beispiel mit einem Ticket geschafft, dass das jetzt in einem Firmware-Fix sogar geendet hat. Aber auch der englische Support ist ein bisschen nervig. Da muss man jetzt auch 1000 Sachen machen, die mit dem Fehler überhaupt nichts zu tun haben, bis das mal ernst genommen wird. Also von daher kann ich euch nur abraten, diesen Geräten eure heiligen Daten anzuvertrauen und da Backups drauf zu machen. Denn was da abgeht bei QNAP ist unterirdisch. Also ich habe auch so Fehler wie zum Beispiel, dass die Netzwerkverbindung verloren geht, und das in 2 verschiedenen Ausprägungen. Einmal war das alle paar Tage ohne irgendeinen ersichtlichen Grund. Das war bei mehreren von den Geräten, die ich unter meinen Fittichen habe, so. Und jetzt habe ich aktuell das Problem, ich weiß jetzt nicht, ob es mit der neuen Firmware gelöst ist, aber wenn die Fritzbox zum Beispiel neu startet, dann ist auf einmal auch die Verbindung weg. Es ist furchtbar, vor allem wenn man außer Haus ist und muss auf die Daten zugreifen und es geht nicht, und man kann dann auch keine Backups machen, wenn man jetzt nicht vor dem NAS steht und das neu startet. Das sind so grundlegende Fehler, die in diesen Firmwares drin sind, das ist absolut nicht mehr entschuldbar. Und Entschuldigung, ich bin kein Beta- oder Alpha-Tester. Das sind ja nicht mal eine Beta, also das ist einfach nur noch Alpha. Ja, tut mir leid, wenn ich mich jetzt so aufrege, aber ich kann euch echt nur von QNAP aktuell abraten.